Also ich bin Michael, 22 Jahre alt, wohne bei Berlin. Ich war bis vor 5 Monaten im Ausland, in Brasilien. Bin seitdem wieder da in Deutschland und irgendwie auf der Suche nach meinem Weg. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso, aber jetzt nach dieser Tour ist es auf jeden Fall so, dass ich ganz klar den Schritt vom Passiven ins Aktive machen will. Also man hat ja gesehen, wie viel eben tatsächlich möglich ist und dass es auch gar nicht so viel braucht manchmal, sondern einfach nur irgendwie Zuversicht und Durchhaltevermögen und den Glauben an die eigene Idee, die umzusetzen. Es hat sich jetzt wirklich nochmal in meinem Kopf was geändert. Ich war schon vorher in den letzten 5 Monaten auf Seminaren und war da eigentlich aber immer nur als Konsument. Also bin da hingegangen und habe so geguckt, was kann ich mitnehmen für mich. Und habe gar nicht daran gedacht, was kann ich vielleicht auch weitergeben. Also habe ich nicht auch die Verantwortung, wenn ich Dinge lerne, inspiriert werde, das auch weiterzugeben an andere. Gratuliere dir und wünsch dir alles Glück dieser Welt und dass nie dein Glücksstern fällt, wünsch ich dir und mir. Ja, ich glaube, wir haben gerade so die Monster-Etappe von unserer Tour hinter uns gebracht. Also das war irgendwie anders als alles, was wir bis jetzt hatten. Wir sind gerade die 900 Höhenmeter von Freiburg bis hier auf diesen Berg hochgefahren, ich weiß nicht, wie der heißt, in vielleicht 2 bis 3 Stunden, auf jeden Fall in ziemlich kurzer Zeit. Und jetzt, ab jetzt ist eigentlich, glaube ich, nur noch runterrollen, die nächsten 30 Kilometer oder sowas geht es dann bergab. Nach Schönau? Nach Schönau, genau, zu den Elektrizitätswerken Schönau, das ist die nächste und letzte Etappe. Erreicht, beziehungsweise die Vorhut hat das Ziel erreicht und das Ziel vorbereitet und gleich wird die Gruppe einlaufen ins Ziel. Das war eine sehr schöne Abfahrt und wir haben einen sehr schönen Stau verursacht. Aber der Stau, der kam natürlich nicht durch uns, sondern durch die Autofahrer. Weil wenn jeder in seinem eigenen Auto sitzt, dann ist es ja klar. 50 Autofahrer verursachen einen riesigen Stau. 50 Fahrradfahrer sind eine coole Gruppe und wir sind am Ziel. Ja, also hier sind wir bei der EWS auf dem Gelände. Hier ist Sebastian Sladek, Geschäftsführer von EWS. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. War ein harter Tag für alle. Also EWS hat auch angefangen mit einer Idee. Ausgangspunkt war 86, Tschernobyl. Damals hat sich in Schönau eine Bürgerinitiative gegründet, die nannte sich Eltern für atomfreie Zukunft. Also man wollte natürlich raus aus der Atomkraft und damals hatte Deutschland so einen Atomstromanteil von 30-33%. Und die Idee war, wir Schönauer, wir sparen 30% ein und dann haben wir zumindest rechnerisch, können wir dann auf Atomkraft verzichten. Dementsprechend waren hier relativ früh dann schon auch die Medien. Der Betrieb von Stromnetzen gehört allgemein zur kommunalen Daseinsvorsorge, ist also eine kommunale Aufgabe, kann aber von Kommunen an Dritte vergeben werden. In Schönau war damals im Gemeinderat 12 Mitglieder plus Bürgermeister. Bürgermeister, CDU, die stärkste Gemeinderatsfraktion, 6. 6 auch CDU. 3 SPD und 3 Freie Wähler. Ja, und die CDU-Mehrheit hat dann gesagt, nein. Damals gibt es heute bundesweit, damals gab es nur in Bayern und Baden-Württemberg, sogenannte Bürgerentscheide, dass man also solche Gemeinderatsbeschlüsse kippen kann. Unternehmen wurde 1994 gegründet.
Dafür waren natürlich haufenweise Vorarbeiten notwendig. Man musste Machbarkeitsstudien erstellen, man musste vom Wirtschaftsministerium Genehmigungen bekommen. Da musste man nachweisen, dass man die Versorgungssicherheit gewährleisten kann, dass man den Netzbetrieb auch ökonomisch darstellen kann. Super toll, hier diese Elektrizitätswerke schöner zu sehen. Zu sehen, dass sich eben die Bürger, also die Leute hier bewusst für was anderes entschieden haben. Und auf der anderen Seite sind es immer irgendwie so die ganzen Sachen, also wir haben ja jetzt vieles in der Hinsicht gesehen, dass es irgendwie regionalen Landbau gibt oder auch diese Siedlungsinitiative ist ja irgendwie eine Form von Leute nehmen ihr Leben selber in die Hand. Und was ich aber irgendwie immer so ein bisschen schade finde, ist, dass wir immer nur so einzelne Sachen gesehen haben. Also eigentlich müsste man das ja alles verbinden. Zum Beispiel hier die Elektrizitätswerke Schönau mit regionalem Landbau und selber gestalteten Siedlungen oder was es da noch alles gibt. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.